nicht, ob das recht viel hilft, während sie darüber streiten, welchen Teil der Galaxie sie nun retten wollen. Sie haben also nicht nur die Drohne von Ihrem Schiff mitgebracht. Einiges war notwendig. Ohne Datenfeeds wäre ich ein sehr passiver Shadow Broker. Haben Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen? Eingeschränkt. Wir müssen damit dieses Proteanergerät studieren. Bevor wir ihn nicht genau verstehen, ist sein Einsatz viel zu gefährlich. Haben die Proteaner diese Waffe fertiggestellt? Sie meinen, ob wir es damit hinkriegen? Sie hätten nicht alles auf dieses Gerät gesetzt, wenn sie daran gezweifelt hätten. Aber wir müssen wirklich wissen, was sie uns da hinterlassen haben. Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum. Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Es wird schwierig, auch für uns. Wenn im Einsatz was passiert, wenn jemand von uns verletzt wird. Ich werde die Führung durch die Normandie nie vergessen, Shepard. Aber das ist über ein halbes Jahr her. Sollen wir an der Stelle weitermachen? Nichts würde ich mir mehr wünschen, Liara. Gut, ich war schon besorgt. Ich war aus vielen Gründen froh, Sie auf dem Mars zu sehen. Die Liste hätte ich gern. Später. Es gibt noch viel zu tun. Edi und ich wollen herausfinden, was die Proteaner uns hinterlassen haben. Aber ich würde gerne auch mal nicht nur immer übers Geschäft reden. Später vielleicht? Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz Ihrer Bündnispartner. Dr. Tassoni hat Ihnen Zugriff gewährt. Commander? Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Aufgeräumt und nachgefüllt. Aber immer noch meine alte Krankenstation. Wie zu Hause. Willkommen zurück. Danke. Vergeuden wir keine Zeit. Ich will Sie untersuchen. Stimmt denn etwas nicht mit mir? Doch, aber die kybernetischen Implantate von Cerberus sollten wir im Auge behalten. Es war teuer, mich zurückzubringen. Und jeden Cent wert. Wir sollten einfach auf Nummer sicher gehen. Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich Sie nicht aufschneiden muss. Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm Ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Die Behandlung Ihrer Narben hat einen schönen synthetischen Proteinüberzug erzeugt. Und Ihr Körper hat die Implantate gut angenommen. Zum Glück, sie waren nicht billig. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. Sie haben noch nie Ihre Familie erwähnt. Ich habe auch keine. Ich bin die letzte einer berühmten Reihe von Medizinern. Die Allianz ist meine Braut. Und Sie sind alle meine Kinder. Ich habe viele enge Freunde. Aber mit jedem zerstörten Allianzschiff verliere ich welche. Wir müssen den Krieg beenden. Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard.
Ich habe etwas gefunden. Signal bestätigt. Commander, ein Rufsignal von Admiral Hackett. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Shepard, wir haben ein geheimes Cerberus-Labor entdeckt. Funktion unbekannt. Ein Erkundungsteam musste sich zurückziehen, bevor Ergebnisse vorlagen. Weitere Infos? Wir glauben, Sie lagern und studieren in der Anlage Reaper Tech. Wir haben uns gefragt, was Cerberus mit den Reapern zu tun hat. Und dort liegt vielleicht die Antwort. Wir sind dabei. Finden Sie raus, was Cerberus macht, und bringen Sie mir Proben von Reaper Tech, Commander. Hackett, Ende. Thank you.
seltsam aus. Ich nehme an, wir sind fündig geworden. Hab die Probe. Verstanden. Oh, Medigel-Verbesserung nur für Hannah. Außer Cerberus würde das niemand einen Fehlschlag nennen. Aber die Signaturen sind hier neu.
gesichert. Sind jetzt unterwegs zurück zu Ihnen. Negativ, Commander. Landeplatz heiß, musste mich zurückziehen. Hab 3 Vögel auf 6 Uhr, werde beschossen. Vergessen Sie es, es sind 4. Runde um so bald möglich, Ende. Wir müssen nur durchhalten, bis der Prozess uns abholen kann. Ich stehe ja gern mit dem Rücken zur Wand. Ich habe nie behauptet, es würde leicht werden. Konzentration, es ist nicht vorbei. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Konzentration und dranbleiben! Er schafft es. Wir müssen nur den Landeplatz freihalten.
Wir sind bereit für die Exfiltration, sobald sie herkommen können. Bereit für die Exfiltration, sobald sie herkommen können. Wir sind am Exfiltrationspunkt. Bereit zur Abholung. Bin gleich da. Unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht, aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein. Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander.